Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, letztes Mal endlich in Lavania angekommen und mit den Leuten im Pokémon Center müssen wir natürlich noch reden. Dragosso tragen Schädelmasken. Man zahlt für sie eine Menge Geld. Für die Dragossos oder die Schädelmasken? Ich will keins von beiden. Ich sah, wie die Mutter eines jungen Dragosso vergeblich versuchte, dem Team Rocket zu entkommen. Das Team Rocket würde für Gold alles tun. Wirklich alles? Wirklich alles? Finden wir es raus, in dieser Episode am besten. Geister spuken im Pokémon-Turm. Ich glaube, das sind die Geister jener Pokémon, die das Team Rocket auf dem Gewissen hat. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Glaubst du an Geister? Ich glaube an Geister-Pokémon. Echt? Hätte ich nicht gedacht. Tja, so sieht's aus, kleine Göre. Diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt. Im Pokémon-Turm werden Andachten gehalten. Ja, das ist doch was. Das kann man machen. Ja, kann ich was kaufen? Ein Superball. Das ist ja super. Ich könnte 88 kaufen, so viel will ich aber gar nicht. Außerdem eine sehr, sehr unschöne Zahl. Ja. Auf jeden Fall. Superschutz lohnt sich nicht im Moment. Na gut. Ich suche nach Items, die die Fähigkeiten meiner Pokémon während eines Kampfes verbessern. Zum Beispiel X-Angriff, X-Abwehr, X-Tempo und X-Spezial. Weißt du, wo ich sie kaufen kann? Ja, hier beim Händler. Kennst du den Beleber? Damit kannst du bereits besiegten Pokémon wieder Kraft geben. Manchmal fordert dich ein Trainerduo mit zwei Pokémon zum Kampf heraus. In diesem Fall musst du auch zwei Pokémon in den Kampf schicken. Ja, wertvolle Tipps von all den Leuten, die hier leben. Kein Wunder ist die Stadt so deprimierend. Erstmal die Musik und alles in so einem furchtbaren Lila gestrichen. Also, den haben wir schon angesprochen. Aber was auch immer hier drin ist, haben wir noch nicht. Du bist ein Nido. Nidorino. Nido. Mr. Fuji ist nicht zu Hause. Wohin mag er gegangen sein? Das hier ist Mr. Fujis Haus. Er ist sehr fürsorglich. Er kümmert sich um ausgesetzte und verwaiste Pokémon. Und wer seid ihr? Seine Kinder, Enkel? Wieso nennt ihr ihn Mr. Fuji? Sie sind so putzig. Pokémon sind wunderbare Schmusetiere. Das Anton hat auf jeden Fall einen richtig fetten Arsch. Quacker! Das war unerwartet. Ich dachte, da steht auch Anton, wie man es aus dem Anime kennt. Okay, das Pokémon-Haus. Ich hasse dieses furchtbare Team Rocket. Die arme Mutter des Dragosso. Sie konnte dem Team Rocket nicht entkommen. Oh je, die arme Mutter des Dragossos. Kajahu! So, das Haus ist auch abgehakt. Dann nochmal kurz hier reinlunzen. Hallo, ich bin der offizielle Namenbewerter. Soll ich die Spitznamen deiner Pokémon bewerten? Ich habe kein Pokémon mit einem Spitznamen dabei. Ich verstehe. Komm mich wieder besuchen. Vielleicht. Ich überleg's mir. So, müssen wir jetzt erstmal nach links oder müssen wir direkt in den Turm? Hier ist auf jeden Fall eine schöne Route. Und wir werden gleich bekämpft. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Mein Glurak. Das ist zumindest äußerst pummelig. Ich glaube, die meint ihr Pummeluff. Nein, ihr Pipi. Na gut, das wollen wir dann mal fertig machen. Das wollen wir dann mal fertig machen. Nein, wir werden nicht das Pokémon wechseln. Nochmal ein Pipi. Flammenwurf. So.
Das Spotlight wird nichts nützen, du hast zwar die ganze Aufmerksamkeit, aber jetzt können dir alle beim Scheitern zusehen. Auf dem Scheiterhaufen. Verstehst du, weil du gebrannt hast. Hör auf, sei nicht so gemein zu Pipi. Nur tut mir leid. Das hat mich angegriffen, das war reine Notwehr. Ich bin ein weit herumgekommener Glücksspieler. Ja? Hast du noch Geld? Ich hoff's doch. Ein Fukano hat er auf jeden Fall. Na gut. Flügelschlag bringt nichts, aber ich hab ja noch meinen Kratzer. Der bleibt mir ja noch für solche Fälle. Und ein Glut. Achso, ein Glück, ich habe ein Feuer-Pokémon. Ein Moment vergessen. So. Fukano wird besiegt und dann hat er ein Vulpix. Da bringt mein Feuer ja auch nichts. Ja, zumindest macht der Flügelschlag noch ein bisschen mehr Schaden als der Kratzer. Vielleicht auch weniger, wer weiß das schon. Oh, ich würde sagen, das war gut genug. Okay, Rick wird besiegt. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Tja, so sieht's aus. So, hier können wir den Zerschneider einsetzen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen in den Pokémon-Turm. Früher oder später? Eher früher. Ein schönes Fukano. Das wird hoffentlich mir gehören. Da kann ich nichts einsetzen. Vielleicht den Flammenwurf, aber selbst das will ich nicht riskieren. Machen wir mal Pikachu. Das ist äußerst uneffektiv gegen Fukano. Ja, ein Biss. So, was haben wir denn? Ruckzuckhieb. Das sollte... Ja, einmal können wir es noch einsetzen. Läuft mal zwar wieder Gefahr, dass das ein Volltreffer wird, weil mich das Spiel hasst, aber... Diesmal zum Glück nicht. Ich hatte beinahe Angst, dass es einer war. So, Beutel. Dann schauen wir mal in meinen Beutelinhalt. Es ist kein Känguru, es ist ein Pokéball. Hätte ich keinen Glurak, hätte ich Fukano auf jeden Fall in die Party mit aufgenommen. Mag ich sehr gerne, vor allem die Weiterentwicklung Arcani. Besonders gerne in Shiny-Form, aber da sehen ja einige wunderbar aus. Für Fukano wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Es ist sehr freundlich und bleibt den Menschen treu. Durch Bellen und Beißen versucht es, Gegner zu verscheuchen. Ja, also so ein Biss wird mich auch verscheuchen. Ich würde dann sagen, gehen wir mal wieder zurück in den Pokémon-Turm. Irgendwas müssen wir da auf jeden Fall machen. Boah, das Rettern können wir kurz noch ein bisschen anrüsten. Dann würde ich sagen, kann es direkt weitergehen. Ist ja gut. Brauche hier auch keinen Roman. Wenn ich ein Pokémon so leicht besiege, dann kann der Text auch ein bisschen schneller kommen von mir aus. Ich habe es auf die Maximalgeschwindigkeit gestellt. Das ist jetzt alles, was geht. Pokémon-Turm. Ich bete für Pipi. Schluchz, ich kann nicht aufhören zu weinen. Oh, jemand ein wertvolles Familienmitglied verloren. Weiß ja, ich habe ja selber Haustiere. Bist du hier, um dein Mitgefühl auszudrücken? Sei gesegnet. Dankeschön, Dankeschön. Fukano, warum hast du mich verlassen? Weiß nicht, hat vielleicht eine bessere gefunden. Sorry, nicht der richtige Platz dafür. Ich bin eine Exorzistin. Die Geister hier stiften Unruhe. Ja, das ist mir auch noch bekannt. So, braucht man ein Ticket? Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verbleibende Pokémon errichtet. Ja, macht soweit Sinn. Alles deutet bis jetzt darauf hin. Oh, Kevin! Hallo, Lukas. Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Wieso? Was hast du mit mir vor? So, der hat jetzt seinen Tauboga. Und ich bin mir bei ihm nicht sicher, ob sein Shilock ein Shiny ist. Es ist zwar ganz lila, aber das war in den früheren Generationen ein bisschen verwirrend. Ich habe zwar einiges nachgegoogelt, aber so ganz eindeutig ist es nicht. Mir zumindest. Müsste ich das Shiny-Sternchen in meinem Pokédex-Eintrag sehen. Shilock, da wechseln wir auf jeden Fall zu Pikachu.
Das Pikachu kann inzwischen Donnerblitz, das ist nämlich ganz praktisch. Wir wissen, ob es ein Shiny ist, sobald das Turtok da rauskommt, irgendwann ab Level 36. Weil wenn das Turtok dann lila ist, dann ist es ein Shiny. Wenn es blau ist, dann war es keins. Freue mich, das rauszufinden. Ah, das sieht schon sehr, sehr lila aus. Lilaner, als ich es in Erinnerung habe. Noch ein paar weiße Flecken drauf und das geht als Milka-Kuh durch. So, jetzt ist er auf jeden Fall erstmal tot. Muss Kevin dann wiederbeleben. Ein Fukano natürlich, wechseln wir da wieder, aber auf was? Auf Glurak, warum nicht? Der hat ja immerhin seinen Flügelschlag und Kratzerchen. Damit machen wir kurz einen Prozess. Ich probiere es diesmal vielleicht eher mit Flügelschlag. Das Vulcano vorhin. Na, müssen wir mal schauen. Ja, das ähnlich wie beim Vulpix hat das gereicht. Sehr schön. Und ein Owei. Ein komisches Pokémon. Mag die Entwicklung und die Weiterentwicklung davon nicht. Was heißt die Entwicklung? Die Version und die Weiterentwicklung. Nicht so mein Fall. Zu viele Augen. Und ein Kadabra. Abra, Kadabra. Und totes Kadabra. Das war doch mal ein effektiver Zauberspruch. Meine Pokémon sind immer noch überraschend fit. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. Das glaube ich auch. Ich trainiere meinen Glurak sehr gut. Wie macht sich dein Pokédex? Nervensäge. Ich habe kürzlich einen Dragosho gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Also, ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Ciao, Kevin. Immer eine Freude, dich reden zu hören. So, hier kommen wir jetzt gar nicht durch, oder was? Glaub, wir werden auch demnächst von Geister-Pokémon besprungen. Will die kämpfen? Nö. Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Sylph-Scope, um sie zu erkennen. Okay, dann muss ich definitiv erstmal wahrscheinlich woanders hin. Okay, das bringt ohne das Sylph-Scope nichts. Da war was. Keine Ahnung, wo wir es herbekommen. Aber der Pokémon-Turm muss da mit eben noch ein wenig warten. Dann müssen wir doch auf die andere Route zulaufen. Irgendwie so war das, glaube ich zumindest. So, einmal kräftig durchheilen. Glurak wieder Leistungsträger Nummer 1 im Team. Die anderen machen gar nichts und sitzen nur in ihren faulen Pokebällen rum. Gut, das ist meine Schuld, aber wieso müssen die so ein niedriges Level haben? Wieso hat Glurak so ein hohes Level? Ich glaube, hier kommt man direkt zum Relaxo. Vielleicht auch noch nicht. Oberhalb der Treppe ist ein Ausguck. Die Aussicht ist toll. Die wollen wir uns doch gleich mal anschauen. Oh, hier ist kein Assistent, der mir Geschenke macht. Schade eigentlich. Meine Pokémon wurden im Pokémon-Turm zur letzten Ruhe gebettet. Ich gebe dir diese TM. Ich benötige sie nicht länger. Na, du bist doch noch jung, kriegst vielleicht noch neue Pokémon. Behandelst du deine Pokémon gut, geben sie Liebe zurück, indem sie sich im Kampf besonders anstrengen. Na, das will ich aber hoffen, sonst habe ich die ja auch nicht mehr lieb. Wir schauen durch ein Fernrohr, du siehst den Pokémon-Turm. Okay, du siehst einen angelnden Mann. Mensch, was für eine Aussicht. Der Typ unten am Schalter hatte recht. So, hier kommt man definitiv nicht arg weiter. Da sollte ein fettes Relaxo im Weg liegen. Erstmal hält mich der Angler auf. Cool, mir ist etwas ins Netz gegangen. Ja, es ist ein 14-jähriger japanischer Junge. Ein Goldini. Und gleich wieder hier Sushini. Da verwende ich doch gerne den Kratzer. Sogar ein Volltreffer.
mein Glurak liebt mich anscheinend. Und ein Quapsel. Ja, ja, ich weiß, Pikachu wäre geeigneter, aber Glurak ist so überlevelt, das schafft er auch alleine. Auch gegen Wasser-Pokémon. Auch mit Kratzer. Sehr gut. Noch ein Guldin. Wenn es denn sein muss. Was Besseres fängt da wohl nicht. Oh. Ein Kratzer hat's mal überlebt. Na gut, den zweiten hat's nicht überlebt. Arthur wurde besiegt. Mist, bloß ein kleiner Fisch. Ja, ein kleiner 14-jähriger Fisch. Glaube ich, wenn man den Animes glauben kann. Oder ist er erst 11? Irgendwann werde ich den großen Fang machen. Das ist gut, das ist die richtige Einstellung. Noch ein Angler. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man noch geduldig sein. Das ist richtig. Und du hast hoffentlich eine Ratte des Meeres, eine Qualle, ein Pokémon, das uns oft begegnen wird, sobald wir Surfer kennen. Ja, ja, da können wir uns schon drauf freuen. Und noch ein Goldini. Wie stehen Wasser-Pokémon eigentlich zu Flug? Sollte eigentlich auch okay funktionieren. Ja, passt. Okay, Ruprecht wurde besiegt. Der ist mir entwischt. So sieht's aus. Ich bin ziemlich schlüpfrig. Der Angelkönig gegen das Pokémon-Kind. Bin ich das Pokémon-Kind? Gut, der ist Angelkönig und hat ein Pokémon. Und zumindest ein Goldini auf Level 27, das wird ein paar EP bringen. Aber für großartig Spannung hat das jetzt nicht gesorgt. Das war spitze. Ja, die Bezahlung ist mies. Noch ein Angler. Wie viel stehen denn hier rum? Eigentlich würde ich lieber arbeiten. Warum machst du es dann nicht? Warum machst du es dann nicht? Ein Quapschel. So. Flügelschlag. Hat sich bewährt. Ist stärker als Kratzer. Und weht meine Feinde einfach von dann. Oh, ein Sepia. Das mag ich auch sehr. Auch die Weiterentwicklung. Könnte unser Wasser-Pokémon werden. Vielleicht nehmen wir aber einfach einen Gyarados. Müssen wir schauen. Muschas wird's auf jeden Fall nicht. Obwohl die putzig aussehen. Gegen die habe ich auch nichts. Weil ich finde die Weiterentwicklung ein bisschen zu edgy vielleicht. Wirkt mir zu düster. Na gut, ein Goldini. Haben wir heute schon ein paar Mal gesehen. Ist, glaube ich, typisch für die Angler. Zumindest nicht endlose Reihen an Carpador. Da bin ich schon dankbar. Das war wahrlich kein Zuckerschlecken. Das ist richtig. Bin ja auch nicht aus Zucker. Sportangelzone. Da ist ja das Relaxo. Und was wollt ihr? Falls ich gewinne, mache ich Sira einen Heiratsantrag. Ja, und falls nicht, du wirst definitiv verlieren. Naja, das junge Glück schickt ihre süßen Nagetiere. Und ich habe ja auch mein weiterentwickeltes Nagetier bei mir. So, Flammenwurf und du machst mal einen Mega-Hieb auf das andere. Mal schauen, ob es eine Runde 2 gibt. Ja, wahrscheinlich. Mein Nidoking kann das andere nicht sofort plätten. Na, wie viel Schaden macht's? Oh, gar nicht mal so viel. Nein, Doppelkick. So. Hätte ich dir vorher sagen können, dass das nicht so effektiv ist. So. Schnabel ist egal, es wird's eh nicht überleben. So, jetzt geht die Beziehung zugrunde. Weil sie mich nicht besiegen konnten. Oh Mist, warum konntest du uns nicht gewinnen lassen? Keine Ahnung, das ist nicht mein Stil. Einfach nicht mein Stil. Okay.
Hier haben wir schon mal alles besiegt, das ist wunderbar. Hier kommen wir auch jetzt im Moment nicht weiter. An das Item kommen wir auch erst ganz später. Dann wissen wir jetzt den offiziellen Weg. Irgendwo oben links. Ich glaube, das war hier dann doch die richtige Route. So, ein Wissenschaftler. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Nicht wirklich, man braucht einfach ein richtig, richtig starkes Pokémon. Aber wir sind gespannt, ob der eine gute Strategie zusammenbringt. Ein Schleimer. Da hilft nur Verbrennen. Es war auch nicht sehr effektiv, aber es muss nur wirken. Ja. Ein Schleimock. Weg damit. Ist hier noch viel schlimmer. Na, ob da ein Flammenwurf reicht? Ja. Ja, ja. Anscheinend. Und nochmal ein Schleimer. Was für eine Mischung. Ich sehe jetzt von dem Streber Gerrit noch nicht die durchschlagende Strategie. Aber vielleicht sehe ich auch einfach das große Ganze nicht. Sollt ihn nicht kritisieren, er wird schon wissen, was er tut. Er trägt eine Brille. Gut, ich trage auch eine Brille und ich weiß nie, was ich tue. Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Ja. Oh, und Zwillinge, die greifen mich glaub zusammen an. Wir überrumpeln dich mit unserer Zwillingskraft. Das muss ich erstmal sehen. So. Ein Pummeluff und ein Pipi. Und die werden wir beim ersten Mal auch nicht besiegen können. Einmal Flammenwurf auf das Pipi, das ist glaub gefährlicher, vor allem wenn es meinen Glurak in den Schlaf schiebt. Und dann einmal Schnabel aufs Pummeluff. Ja. So rum passt es. Obwohl Pummeluff macht ja auch oft Gesang. Ah. Dafür ist es ja bekannt. Na, diesmal hat es nur Fund eingesetzt. Ist mir ganz recht so. Dann können wir die nämlich direkt ausschalten, die Zwillinge. Wunderschön. Unsere Zwillingskraft. Tja, man muss halt auch gute Pokémon haben. Oh, was ist da denn los? Diese Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch. Was für eine Schule, du ständest einfach im Weg. Ein Smogon. Was ist denn mit den Strebern los? Wieso haben die diese umweltverpestenden Pokémon heute dabei? Und das Smogon hat einen komischen Gesichtsausdruck. Den habe ich nur, wenn ich an Essen denke. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Ist besser so. Muss noch viel lernen. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja, ich wollte ja nichts sagen, aber doch ein bisschen. Ein Taubsi. Oh, die hat 5 Pokémon. Wo hast du die denn geklaut? Da müssen wir 5-mal Flammenwurf einsetzen. Haben ja noch 7 Stück, das reicht also. Na gut, was hat sie noch? Ein Pikachu. Oh, fängt ja schön abwechselnd an. Die heißt Laila. Da gab es doch dieses Lied letzten Sommer. Das ich hier aus R-Rating-Gründen besser nicht vortrage. Meine Stimme ist nicht so gesanggeeignet und das Lied ist vielleicht doch etwas unpassend. Aber es existiert und ja. Gut. Das Radfratz existiert zum Glück nicht mehr. Da bin ich ganz beruhigt. Aber die hat wirklich eine gute Mischung. Noch Nidoran dazwischen. Die hat als einzige verstanden, wie man ein Team baut. Wäre ich nicht so überlevelt, wäre das hier ein schwerer Kampf. Und noch ein Mauzi. Also wirklich kann man sich nicht beschweren. Da war Abwechslung. Da war ja alles dabei, was das Herz begehrt. Laila wird besiegt. Schau, was du getan hast.
Was habe ich getan? Hab deine Pokémon kaputt gemacht. So, da ist ein Biker, da sind zwei Biker. Und hier sind noch zwei Güren. Mauchi ist so süß. Miau, miautsch. Du solltest keine fremden Leute anmiauen. Das kommt nicht gut. So, die Frieda hat hoffentlich nicht nur drei Mauzis. So, Flügelschlag gibt es so viel Flammenwurf, haben wir gar nicht mehr zur Verfügung. Und den sparen wir uns dann doch für den passende Gelegenheit. Gut. Also ein zweites Mauzi hat sie auf jeden Fall. Hoffentlich kann heute nicht mehr sprechen. Hoffentlich kein sprechendes, sonst wird es jetzt vor Schmerzen schreien. Eventuell auch nicht. Ein Schlitzer. Ja, wir wollen Schlitzer lernen und verlernen dafür Kratzer. Ah, das sieht doch sehr gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Tatsächlich. Drei Mauzis. Na wunderbar, die hat ein Fien und sieht es auch durch. Das muss man schon respektieren. Hat ihr nur nichts genützt. Frieda wird besiegt. Miautsch. So, und eine Göre verbleibt. Ich mag alle Nidoran sehr gerne. Deshalb sammle ich sie. Oh je, ich weiß, wo das endet. Die hat bestimmt drei Nidoran. Ja, die hat zumindest nur zwei Pokémon. So, ein weibliches Nidoran. Boah, Flammenwurf. Das dürfte man nicht berühren, sonst wäre man wieder vergiftet. Eventuell ist keine Garantie, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei meinem Glück höher als bei anderen. Und eine Nidorina. Na gut. Oh, auch ein schönes Pokémon. Sehr gut. Und Loretta wird besiegt. Warum? Warum nur? Tut mir leid, dass ich deine Nidoran-Sammlung kaputt gemacht habe. Ich spiele nie wieder damit. So, da sind Biker. Die Frage ist, wo geht's hier lang? Tunnelfahrt. Prismania City Lavandia. Prismania. Das klingt schon besser. Oh, der Spieler will auch kämpfen. Okay. Die Spiele mögen beginnen. Was spielen die ganze Zeit? Ich habe gar nicht in Erinnerung, dass so viele Spieler in Pokémon Feuerrot waren. Ich dachte, das sind normale alte Männer. Na gut, Schlitzer. Haben wir extra gelernt für diesen Augenblick. Ja, ist auch ganz schön, die Attacke. Nee, wir wechseln nicht das Pokémon. Wir machen knallhart mit Glurak weiter. Hat nämlich eine neue Attacke, da muss er sich ja auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Und ein Quapucci. Mag ich eigentlich auch sehr gerne. Sieht ulkig aus. Und Balthasar wird besiegt. Knapp vorbei ist auch daneben. Oh, du hattest viel Geld. 1600 Dollar fast für uns. Das ist sehr schön. Ich weich den Bikern mal aus. Die sehen unfreundlich aus. Und noch ein Streber. Du weichst so viel über Pokémon. Doch wie sieht es mit Chemie aus? Ich glaube, zwischen uns gibt es nicht so die Chemie. Zumindest im Moment. Ein Voltoball. Genau für diesen Augenblick habe ich doch noch einen Flammenwurf aufgehoben. Flamme. Oh, habe ich anscheinend nicht. Dann Schlitzer. Irgendwas muss es ja bringen. Ein Magnetilo. Okay, der hat anscheinend nur Elektro-Pokémon, wenn ich das jetzt richtig einschätze. Mal hoffen, mal kommen wir mit dem Schlitzer durch, bevor wir paralysiert werden. Weil meine anderen Pokémon bringen es auch nicht gegen Elektro-Viecher. Da ist Glurak schon die beste Wahl. Ja, sogar ein Volltreffer gelandet. So soll das sein. Und ein Smogon. Und weg mit dem Smogon.
Okay, Dario wird besiegt. Oh, eine Kernschmelze. Ja, gut. Der wusste auch nicht, wovon er redet. Ich schieb hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp! Der Durchgang ist gesperrt. Na gut, der will uns auch nicht da haben. Dann können wir vielleicht hier einfach den Durchgang nutzen. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Das ist doch schön. Und jetzt kann man endlich mal das Rad wieder verwenden. Und hier unten sind keine Trainer, die mir auflauern. Das ist doch schön. Und schaut mal, wie schnell wir sind. Ah, schon am anderen Ende. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Ja, das kennen wir doch schon. Das kennen wir doch schon. So. Na, das war aber viel, was wir da radeln mussten für die kurze Strecke. Oh, ein Team Rocket-Rüpel. Steht da einfach rum. Na gut, ganz dringend wieder die Flammenwerfer-Munition auffüllen. Wunderschön. Gut machst du das. Ja, ja, danke. Ja, ich komme jederzeit wieder. So, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich schon am Ende der Episode angelangt. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.